MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einer neuen Folge FIFA. Ihr habt eingeschaltet, um heute mein zweites Saisontor zu sehen. Ich weiß es. Ich werde es heute schießen, zu Hause gegen Bielefeld. Bei mir ist Parma in der Serie A halt, in der Liga 2 halt. So, komm mit. Torwarttraining. Ich bin ja nicht gesprungen oder so. Warum komme ich denn nach Spanien? Ja, komm. Seien Sie herzlich willkommen zum Spiel der zweiten Bundesliga. Ihre Kommentatoren Manni Breukmann und Frank Buschmann. Frank, verraten wir deine Gedanken zur heutigen Halbelf. Das Team jetzt kriegen ganz gebügelte Augen. Und zwar, ich glaube so. Man hatte auf eine zufriedenstellende Saison gehofft. Aber bisher lief es weitaus besser als erwartet. Und wohl auch besser als die Fans zu träumen gewagt hatten. Werden Sie es auch heute machen? Komm, da hätte einer stehen müssen. Könnten wir auf Platz 5 spielen. Oh, was mach ich denn da? Ach, der berühmte schwache Fuß. Den kann ich ja verstehen. Das ist bestimmt auch voll gut, wenn man so... Warum ist denn da so eine Zeit drin? Ab hier sind Transferfenster, okay. So im Winter, da ist bestimmt voll viel, also ab und zu denke ich mal mit Schnee und so. Ist auch voll gut. Ja. Warum steht denn da Zeit drauf? Vielleicht irgendwie, mein Vertrag läuft ab oder was? Das sieht aus wie Training. Perfekt. Bist du schon in der Winterpause? Nee, ne? Nein, lange noch nicht. 12. Spiel habe ich noch. Ist das jetzt? 12. Spieltag. Dann können wir mir sogar erst 10. Ich wollte schießen, nicht du. Ich will mein zweites Saisontor machen. Okay, wir haben 11. November, also bei dir sollten wir schon Dezember haben. Vielleicht hast du da schon, Da ist im Augenblick dieses Team. Kann ich gleich mal gucken nach dem Spiel. Schon Schnee. So. Gegen Aue, die haben richtig kleine Stadien. Ja. Aber Kräuter fehlt halt auch nicht das Größte, ne? Ne. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ja, komm, jetzt verteidig da. Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Ah, hat er schon wieder scheiße angefordert. Nein, Ball verloren. Aber immer einen Schuss abgegeben. Und gekämpft hier. Boah, ey, die ganzen Schiris mögen mich nicht. Ich mach nie faul, aber ich sag. Ecke für Aue. Muss ich jemanden decken? Nö. Ja, doch, den. Leute. Ein Konter. Ein richtiger Konterspieler. Ja, für Bielefeld auch noch 1-0, Alter. Echt? Ja. Ihr müsst auch schon verteidigen. Na, vielleicht hast du eigentlich schon mal verloren? Nee. Ja, aber ich mache ja mein zweites Saisontor, ich werde da nicht verlieren. Ja, das ist so, muss ich den Ball hier mehr holen? Was macht ihr gerade hier? Wir spielen heim, Leute. Ihr müsst mal ein bisschen kämpfen. Kriegt jetzt als nächster den Ball. Oh. Das war natürlich relativ schlecht von mir. Ich hätte mich echt nicht so klein machen sollen. Ja. Das stimmt.
Das ist mir auch aufgefallen, ne? Wie passt du denn? So entschlossen dazwischen geht's. Was hat denn jetzt für eine Scheiße, ne? Wir sollen uns mal hier ein bisschen ausruhen, hier mal kurz. Da ist ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße gefallen. Jetzt ist es mal ein bisschen. Ah, Junge, mit dem Ball. Und der Angriff wurde gestoppt. Gut gemacht vom Verteidiger. Unter Druck hat er den Ball in sein Knopf. Na, was macht er denn da? Ein Pass vom Feinsten. Ah, das war ein Scheißpass, das war ein Scheißpass. Super Grätsche von mir. Schade. Da hätte ich locker drankommen können. Och nö. Die Abwehr steht goldrichtig. Pause für Bielefeld. Das sieht nicht gut aus. Ein paar mehr Tore. Das wäre es gewesen. So, komm jetzt, komm mal zwei Stück Tor. Wer ist heimstark? Bielefeld ist heimstark. Ich spiele aber auswärts. Oh, das ist natürlich doof. Ein super Timing. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Ah, wieder schlechte Flanke von Dene. Gegen Aue sollte man normalerweise gewinnen, wie 13. oder so habe ich vorgelesen. Ne? Okay, in Aue, aber trotzdem. Ich weiß nicht, wie die hochpasst. Ah, das fand ich cool. Geklärt hat, das war enorm wichtig. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Ich verliere instant den Ball, Alter. Was sagst du? Verliert man so schnell den Ball, das ist krass. Na, ich aber auch. Auch wenn ich so den Ball habe, da muss ich normalerweise sofort schießen, so wenn ich jetzt aufs Tor renne. Ja. Ah, das gibt's doch nicht. Unfassbar gute Gelegenheit. Mann. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Guck mal, das war doch kein Foul. Das gibt es auch noch gelb für den, oder? Ne. Da rutscht der immer mal ziemlich rein. Ein klares Foulspiel, korrekte Entscheidung. Ja, das war ja das erste Foulspiel, wo ich mal sage, okay, das war eins. Aber sonst. Ja, das gibt's doch nicht. Ja! Genau. Aber Torwart kann man selber steuern, okay? Also Torwart kann man auch rausholen. Ja. Ich habe eine Vorlage gemacht, aber leider nicht drin. Habe ich schon ausgewechselt? Ah. Boah, also ich glaube ich noch nicht den Ball 5 Sekunden, ey, ist er weg. Ja. Gutes Abwehrverhalten, aber im Ballbesitz kommt sie nicht. Stich im Absatz. Und das war nicht zu knapp. So, wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Ja. Sieht so aus, als ich das verlieren würde. Der Ballverlust, der sieht er ganz schön alt aus. Ey, wie schnell sind denn noch die Spieler? Ey, ich kann schon nicht mehr, ey. Scheiße. Das nennt der Abiturient antizipieren. Ecke. Er
Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Aber kommt ihr wieder zu mir? Ich sehe das schon. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Natürlich, ist sehr schön. Aber Distanzschuss? Aber auch gar nicht so schlecht. Da werde ich ausgewechselt, war klar. Ich konnte mich gar nicht mehr. Gleich wollen die beiden Trainer nochmal neue Leute in die Partie bringen. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Das will ich nicht verlieren. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Ich war mindestens ein Unentschieden da drin. Die Abwehrspieler von Bielefeld sind ja mega schnell. Komm, Ecke-Tor, Leute, Ecke-Tor. Ah, Flanke? Ah, den ärgern schon. Und immer muss man halt immer mal spielen. Ne? Nein, das war scheiße. Ja, ich bin gewöhnt, mit guten Sperren zu spielen, die ja immer reinschlenzen können. Das ist ein Problem, ja. Das ist eine totale Ungewohnung, dann wird schön mit Podolski und so gespielt, ey, und dann kannst du schön mit denen eigentlich schießen und dann spielst du jetzt mit, was weiß ich wen. Ja, das stimmt wohl. Boah, da war fast ein 1-1. Und das ist sie, die 87. 7-1 Schüsse für jetzt uns. Jetzt habe ich mich echt verletzt. Fuck. Im Moment, ey, machen wir ja echt den Dortmund-Style. Chancen nicht nutzen. Ah, gerade schon irgendwie 6-0 Torschüsse, jetzt 7-1. Nutzen die im Moment echt gar nicht. Boah, was macht er denn? Ballbesitz ist wichtig. Füllkrug, Junge. Ja, und bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir kein Vorteil für ihn. So, für einen Angriff. Na, was macht er denn? Füllkrug, der hat das. Ah, 1-0 verloren. Scheiße. Das erste Spiel verloren. Und ich sag, ich mach. Ja, weiß nicht, wo ich eh ausgewechselt, 100 Pro. Jo. Frankfurt hat aber 3-0 gegen Karlsruhe gewonnen. Ah, sind wir immer noch Erster? Wir sind immer noch Erster mit 3 Punkten Vorsprung. Ja, ist da in Ordnung. Wir sind im Kalender. In der Woche Dezember, ja. 3. Dezember haben wir gerade. Ja. Dim. Nicht geschafft. Eine Sache habe ich nur geschafft. Wir sollten die Schneespiele vielleicht gar nicht mehr so lange warten. Ja. Der nächste Gegner wird der St. Pauli werden. Ich müsste ein Tor schießen, ja. Ich hätte kein Tor zu schießen, ey. Ist ja auch schwer. Also, was heißt schwer, aber ich meine am Anfang schon, ey. Ja, weil du halt nur da nicht so gut bist. Au. Ja. Leistungen können wir uns dann nochmal angucken. Schießen. Ja, ein Tor bräuchte ich, aber das schaffe ich ja nicht. Mach es doch. Der ist hier Abschluss plus 1 und so, das wäre schon nicht schlecht. Jetzt komm, Ecke 90. Ja, komm. Wir haben jetzt noch ein paar Sachen gekriegt. Was haben wir denn gekriegt? Ja, Knöcheltape. Oh, nehmen wir, sieht man zwar nicht, nehmen wir. Haben wir nur gekriegt. Neue Schuhe. Ich weiß noch nicht welche, aber. Scheiße, fuck. Gibt das rot? Nie gesehen. Ne, da gibt gar nichts. Lol. Nehmen wir die mal hier. Die sind alle langweilig. Nur eine Farbe hier. Boah, ich das jetzt noch verlieren sollte, ne? Nehmen wir die. Zack, weiter. Nein. Ich stehe mal wieder in der Startformation und wir spielen gegen St. Pauli. Die sind, glaube ich, Dritter.
Vierter, St. Pauli. Scheiße. Ja, aber Dings hat schon gespielt, Köln. Also selbstverständlich ist St. Pauli Dritter. Spielen wir in? Oh, wir spielen in St. Pauli. Oh, das ist auch richtig fett. Ja, das wird fett. Darauf könnt ihr euch dann morgen drauf freuen. Und ciao. Tschüss.